Also nochmal herzlich willkommen zum Vortrag und zu meinem neuartigen Sicherheitssystem. Und selbst versuche ich als Erfinder immer wieder Innovationen herbeizubringen, die wirklich einen Effekt bringen und auch dementsprechend für den Piloten vorteilhaft ist. Ja, was ist FlexiSafe und was kann es? FlexiSafe ist das erste Schutzsystem für alle Gottzeuge. Also man kann es bei jedem Gottzeug anwenden, teilweise manchmal, teilweise auch komplett, je nachdem, was der Pilot für ein Gottzeug hat und was ihm vom Komfort gut passt. Und vor allen Dingen, es wird halt problemlos angedockt. Aber das seht ihr im Verlauf des Vortrags nochmal genauer. FlexiSafe ist also somit ein Gesamtschutzsystem für den Rücken, fürs Gesäß und für die Hüfte. Und es kann, wie gesagt, auch bei älteren Gurtzeugen nachgerüstet werden. Das ist auch manchmal das Problem, dass manchmal ein Gurtzeug gekauft wurde und dann kommt ein neues raus und dann sagt man ja, schon wieder neues, leichter, größer, weiter, lohnt sich das oder wie ist jetzt da mit der Sicherheit generell? FlexiSafe ist ausfallsicher, es ist wartungsfrei und es kann wiederverwendet werden und, was ganz wichtig ist, es soll nicht eigenständig betrachtet werden, sondern es soll als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Systemen verwendet werden, angesehen werden. Weil doppelte Sicherheit ist natürlich besser, wenn ich nur eine Lösung habe. Anschließend könnt ihr das dann nochmal genau augenschauen, wenn ich FlexiSafe sich anschaue, dahinter beim DHV in der Nähe ist der Stand. Ja, geht nicht weiter. Technisches Problem. Geht nicht weiter. Wo hast du gedrückt? Hier, wie man vorgesprochen hat. Ah, da, okay. So, hier seht ihr einen Auszug aus der DAV-Unfalldatenbank. Wo sind denn die Verletzungsanfälligkeiten denn überhaupt? Man sieht an sich, die Aufprallvarianten sind der Rücken, Gesäß und seitlich. Mit 27% und, was ganz erstaunlich ist, auch nach vorne frontal und seitlich. Das heißt, wo ich die Zahlen gesehen habe, habe ich mir Gedanken gemacht, ja, seitlicher Aufprallschutz, warum ist der über die Hälfte? Was ist der Grund? Sind vielleicht die Unfallursachen oder die Probleme, die beim Start entstehen oder woanders auch, sind die vielleicht ursächlich verantwortlich, dass so eine hohe Prozentzahl ist? Oder was ist der Grund? Und dann habe ich mir mal nachgedacht und habe dann mir überlegt, ja, welcher Hersteller bietet überhaupt für die Hüfte was an? Und da habe ich halt gesehen, da gibt es relativ wenig. Hier ein Auszug aus den Gottzeug-Varianten, wo wir in der Entwicklung hatten oder haben. Da sieht man dann mit den dicken Schaumprotektoren, die teilweise auch dann nur das Gesäß schützen. Die sind sehr groß natürlich und haben ein Packvolumen, was nicht immer so schön ist. Und auch viele Piloten wollen das heute auch nicht mehr. Dann sehen wir die Leichtgurtzeuge. Das heißt, der Trend setzt sich fest. Immer leichter und immer weniger Material, immer weniger Gewicht. Aber das birgt natürlich auch eine Herausforderung an das Gurtzeug, an die Materialien, an der Sicherheit und auch am Komfort. Oder die aktuellen Wendegurtzeuge mit oder ohne Federvorspannung oder dann auch die mit vorgefüllten Airbag. Das bedeutet, dass diese Staudruckprotektoren hauptsächlich für den axialen Aufprall gedacht sind, aber wenn die seitlich auftreffen, sind die nahe wirkungslos. Und dann haben wir natürlich noch die Liegegurtzeuge mit den Schaumprotektoren oder mit und ohne Airbag und dann gibt es natürlich noch ganz ältere Gurtzeuge, wo gar nichts drin ist. Ja, wie ist es denn überhaupt mit der
passiven Sicherheit von den Gurtzeugen und den Protektoren bestellt. Reicht hier eine Sichtprüfung, was der Pilot machen muss oder sollte? Oder wie sieht es generell aus vom Material, wenn das Material 1, 2, 3 oder 4 Jahre schon alt ist? So, jedes Gurtzeug, wo heute auf dem Markt ist, hat eine Musterprüfung. Aber was viele nicht wissen, es gibt derzeit keine Lebenszeitbegrenzung für ein Gurtzeug. Wenn man einen Retter hat, der muss nach 10 Jahren entsorgt werden, spätestens. Und beim Gurtzeug wird es einfach hingenommen. Es gibt also keine Vorgaben und keine Vorgaben vom Hersteller. Oder es gibt auch keine Normen dazu. Oder auch die Verbände haben das nicht im Petto. Also das Hauptproblem ist nicht nur jetzt am Beginn. Am Beginn halten die alle ihre Musterprüfungswerte ein, sondern wenn jetzt der Pilot halt schon mehrere Jahre mit dem gleichen Gurtzeug fliegt und mit dem Protektor, dann ist es mit der passiven Sicherheit natürlich nicht mehr so weit her. Also mir hat zum Beispiel, Fachleute haben zum Beispiel solche Gurtzeuge nach 2, 3 Jahren geprüft und mal geschaut, was ist denn ursächlich verantwortlich, dass das sich so verschlechtert. Also es sind nicht nur die Gebrauchsspuren, die entscheidend sind, sondern auch der Zeitfaktor macht einen ganz bestimmten Wert aus. Und da war es so, dass diese Gurtzeuge auch mal nach den G-Werten geprüft, oder die Protektoren nach den G-Werten geprüft wurden. Und da wurde halt festgestellt, dass es keiner dieser Protektoren die ursprünglichen Werte überhaupt eingehalten hat. Und das hat mir zu denken gegeben, weil ich gesagt habe, wenn ich halt ein Gurtzeug kaufe, dann sollte ich ja davon ausgehen, dass es auch wirklich die Vorteile dauerhaft hat. Aber in der Praxis ist es nicht so. Da bin ich schon auf die nächste Seite gekommen. So. Schauen wir mal, ob das startet. Ja, er kommt. Hier ist ein Beispiel von einem Unfall. Das war natürlich eine Verletzung, die sehr hart war, und der Pilot wurde auch schwer verletzt. Er hat natürlich falsch reagiert. Sein Verhalten hat er nicht angepasst. Und das Video kann man auch auf der DHV-Seite nochmal genau anschauen und sehen, was da alles schief ging. Auf jeden Fall sieht man, dass der Aufprall so hoch und so eine starke Wucht ist, dass kein Welt das Airbag überhaupt aushalten kann. Und das machen sich viele nicht deutlich, dass das alleine, was auf dem Markt ist, wirklich nicht dauerhaft funktioniert. Diese physikalische Energie und dieses unkontrollierte Abstürzen, das ist ursprünglich verantwortlich für die schweren Verletzungen. Oder hier sieht man natürlich auch andere Probleme, die entstehen, wenn man startet, ja. Wird ausgehebelt oder mir wird in den Hang reingezogen, und entsprechend passiert natürlich, dass das auf die Seite der Pilot auffällt. Und wenn er keinen Seitenaufprallschutz hat, dann kann man davon ausgehen, dass er also bei starken Wucht auf sich jeden Fall verletzt oder einen Beckenbruch gibt oder sonst was. Geschweige von Sackflug oder Sturzspiralen, diese Kraft da aber einwirkt auf den Piloten, auf das Gurtzeug, auf den Protektor, ist halt enorm, und das kann man auch nicht so beziffern, wie stark das ist. Das hängt immer von der Situation ab. Gehen wir mal zurück. Also, man kann festhalten, dass derzeitige Schutzlösungen für diese harten Unfälle
überhaupt nicht ausreichen. Ein Airbag hilft schon bei leichten Unfällen, das kann man sagen, aber bei diesen schweren Unfällen kann man davon ausgehen, dass der allein nicht hält. Also einen Unfall kann man natürlich hinterher nicht mehr verhüten, das ist klar. Hoppala. So. Was war mein Gedanke dabei bei meiner Erfindung von FlexiSafe 1? Es sollte, wie der Name sagt, flexibel und variabel sein und viel mehr Sicherheit bieten. Und es soll natürlich die Ergänzung zu dem bestehenden System bieten. Und das hat noch andere Vorteile. Ich habe dann deswegen drei Varianten entwickelt, die dann jeweils vom Piloten, je nachdem wie er, welches Kurzzeug hat, welches System er hat, welche Vorteile er nutzen will, dementsprechend kombinieren kann. Ich habe es Allrounder genannt, Trapez und Light für die Hike- und Fly-Kurzzeuge. Der Allrounder, jetzt wäre es schön, wenn ich einen Stift hätte, ist der da? Fehlt was, aber machen wir Pause. Hängen wir uns den Gedanken nochmal nach. Der hier? Nein, der in der Mitte. Der in der Mitte. Schauen wir mal. Ja, da ist es. Also beim Allround ist es so, wie der Name sagt, es kann bei vielen Gurtzeugen verwendet werden. Grundsätzlich ist es so, hier ist der Protektor drin, das ist viskoelastischer Schaum. Und hat da den Vorteil wieder, dass es auch bei harten Aufprall, wo Steine sind und so weiter, der das widerstrebt und einen Durchdringungsschutz dann dabei bildet. Hier ist der Sitzflächenprotektor und dieser Sitzflächenprotektor kann dann, wenn die Möglichkeit besteht, unterhalb vom Sitzbrett positioniert werden. In der Entwicklung war es so, dass ich gesagt habe, okay, der untere Rücken- oder Lendenbereich könnte man zusätzlich schützen, indem er hier die Stretchbänderpaare, wo sind, noch ein zusätzlicher Protektor reinschiebt. Man muss es nicht, man kann es. Das ist jeweils das, was der Pilot dann selber entscheidet. Wenn er es nicht macht, hat er auch die Möglichkeit durch die Stretchbänderpaare, weil manche Menschen haben einen langen Rücken, manche haben einen kurzen Rücken, kann dadurch das ausgleichen. So, also er funktioniert immer, auch wenn der Airbag ausfällt. Und deswegen sind das auch, ist auch nachrüstbar in älteren Gurtzeugen, das wollte ich noch sagen. Die Besonderheit bei der Erfindung ist, dass die auch innerhalb kombiniert werden können, weil hier, na, wo ist er? Da. Hier sieht man den Reißverschluss, also man kann das Oberteil vom Unterteil trennen, wenn das notwendig ist und wenn der Pilot sagt, okay, hier möchte ich mein Kurzzeug anders konfigurieren. Hier seht ihr nochmal die Protektoren, wo drin sind. Und hier die Kombination Unterteil mit dem Protektor. So, jetzt ist die Frage, wie bringt man das am Gurtzeug, am vorhandenen Gurtzeug an? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier seht ihr zum Beispiel, dass das Oberteil und das Unterteil mit einem Klettgurtbefestigung direkt am Piloten befestigt wird. Hier. Das ist eine Möglichkeit. Den Vorteil ist natürlich, dass man das dann mit dem späteren Teil, mit der Light-Version auch machen kann. Also ich kann sowohl für ein normales Gurtzeug oder auch für ein Leichtgurtzeug diese Lösung machen alleine für sich. Dann hat man hier nochmal zwei Ösen. Die wären möglich, also mit diesen Ösen, dass man es direkt am Gurtzeug macht. Festmacht
Oder wenn man hier, seht ihr ein Hakenband, und dieses Hakenband gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch das zu glätten direkt am Gurtzeug, falls hier zum Beispiel die Rückseite in einem Material wie Meshmaterial ist, dann kann man das einfach auch nur hinglätten. So. Trapez ist der Name für den Schutz der Hüften. Und das ist eine Einmaligkeit, es ist auch das Tassensystem ist patentiert und hat mehrere Optionen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass es 4 Halteschlaufen sind. Prinzipiell ist es so, dass das Trapez links und rechtzeitig am Gurtzeug mittels Kletthakenverbindung am Gurtzeug direkt festgemacht wird. Das heißt, hier kommt ein spezieller Streifen drauf und die Tasche wird dementsprechend drauf geklettet, die dann wieder ablösbar ist jeweils und dementsprechend auch ausgerüstet werden kann mit unterschiedlichen Protektoren. Die 4 Befestigungslaschen bieten auch die Möglichkeit, dass man das Gurtzeug auch verkleinern, der Protektortasche auch verkleinern kann. Das heißt, wenn ich jetzt das umknicke, dann hat man die Möglichkeit, an diese 2 Haltelaschen das zu befestigen. Manchmal ist das Gurtzeug auch schmäler im Schnitt und da wäre es störend, wenn es jetzt diese große Protektortasche wäre. Hier kann man das zuschneiden, die Protektoren, das ist auch wichtig, die kann man zuschneiden und die sind jederzeit veränderbar. Die Besonderheit nochmal, dass innerhalb der Tasche, hier drin, nochmal eine zweite Tasche drin ist. Warum habe ich das gemacht? Das hat 2 Möglichkeiten. Entweder der Pilot sitzt in seinem Gurtzeug drin und hat natürlich nur einen begrenzten Raum an der Seite. Und entsprechend diesem Platzbedarf und vom Gefühl her und von der, ja, vom Komfort hat er die Möglichkeit zu sagen, ich tue nur einen Protektor rein, einen schmalen mit 10, mit 1 cm Dicke, oder ich tue 2 rein. Oder er kann auch später selbst, wenn er meint, es gibt andere Materialien, die noch besser sind, wie die seitherigen, was ich habe, kann er natürlich das auch verändern. Weil das Maß, dieses Trapezmaß, ist im Prinzip, spiegelt sich überall wieder. Das ganze gesamte System ist im Prinzip wie eine Art Baukastensystem. Also Trapez, Allrounder, Light ist immer kombinierbar und der Pilot entscheidet dann selbst. Hier sieht man zum Beispiel dann schon ein Teil, das ist das Rückenteil vom Light schon und hier hat man nochmal die Rückenanteil vom Allrounder abgebildet. Hier seht ihr nochmal das komplett eingebaut. Also hier der Schutz, dann hier für den Lendenwirbelbereich, für das Becken, die Seite für die Hüften und innerhalb des Sitzes unten drin ist dann der Sitzgurtprotektor. Und wie gesagt, wenn man es an Körper anmachen will oder anbinden will, auch kein Problem, dann hat man es hautnah dran. So, das ist jetzt diese Variante für die sogenannten Hike and Fly Gurtzeuge. Im Prinzip wiederholt sich das vom Oberteil, nur dass die Ösenbefestigung anders ist. Und dann hat man den Reißverschluss hier, ich sehe es verdeckt. Kann man natürlich jetzt sagen, wenn ich ein Allrounder Gurtzeug habe, dann könnte ich das auch da drauf machen, weil die Reißverschlüsse sind kompatibel. Ich brauche also nichts Neues kaufen, ich kann alle Teile wieder hier verwenden. Dann hat man hier einen kleinen Protektor dran, das Trapezprotektor, und hier sind 2 kleine Seitenprotektoren, die dann mit den Ösen am Gurtzeug befestigt werden können, falls das möglich ist und falls das vom Schnitt vom Gurtzeug auch möglich ist. Vielleicht geht allerdings auch, dass man Trapez an einem Hike and Fly Gurtzeug festmachen kann. Je nachdem, was für Material das ist, ob das funktioniert, muss jeder dann selber entscheiden, ob er es macht.
Hier nochmal die rückseitige Ansicht. Hier sieht man die Tasche, die Kletttasche, wo der Protektor reingeschoben wird. Also ist immer wiederum austauschbar, das war mir wichtig. Hier sieht man die Öffnungen von der Kletttaschen, wo da ein anderer Protektor, ein leichterer Protektor drin ist, weil er soll auch nicht so viel Gewicht haben. Und hier sieht man nochmal die Reißverschlusssysteme von dem Ganzen. So sieht es gesamt aus, wenn man es offen legt. Also auch hier werden alle Bereiche geschützt, vom Rücken, vom Gesäß und von der Hüfte. So, hier kann man sehen, wie der Rückenprotektor einfach nur in die Tasche eingeschoben wird. Hier sieht man nochmal auch die Ansicht von Beckenschutz und die Ösenbefestigung. Alles ist abnehmbar und alles ist wiederverwendbar. Die Protektoren, das ist halt ein ganz wesentliches Element gegenüber dem anderen, die Airbags, die funktionieren, aber wie stark funktionieren die? Und dieses Teil, diese viskoelastische Schaumstoffe, die sind auf jeden Fall so geprüft, und hier unten seht ihr es auch, von einem Markenlieferanten, die Firma SAS. Gestern habe ich gesehen, dass auch ein bestimmter Hersteller auch das inzwischen das gleiche teilweise für den Rücken im Gurtzeug anbietet. Also das heißt, wenn ihr auch mal einen Sturz habt oder hinfällt, das Ding ist nicht kaputt, das funktioniert immer wieder. Das heißt, durch den Schlag wird dementsprechend das Teil hart, und wenn man so leicht drauf drückt, dann ist es angenehm beim Tragekomfort. Und vor allen Dingen, wenn man halt mal auf den Stein fällt, sieht es so aus, dass man dementsprechend auch nicht gleich das durchgeht auf den Rücken, sondern das dämpft das Ganze. Nochmal, diese Eigenschaften bringen natürlich nicht, auch dies ist nicht alleine das allselig mache. Aber meine Idee war zu sagen, wenn ich eine Kombination habe von Airbag oder anderen Airbags und dann zusätzlich nochmal eine Möglichkeit bietet dem Piloten, dass er einen weiteren Schutz haben kann, dann sollte er sich überlegen, ob er, das heißt Sicherheit für ihn das so wichtig ist. Gut. Ich habe das Teil natürlich geschützt. Zum Schluss möchte ich noch kommen, wisst ihr, was paradox ist? Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht. Ich wünsche euch nicht, dass ihr euch den Fuß brecht, sondern ich wünsche euch immer eine gesunde Landung und unfallfreie Tage und vor allen Dingen für unseren Sport viel Freude. Ich bedanke mich und wünsche euch einen guten Verlauf.